Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar MEC im Firmenumfeld – ein holistischer Ansatz. Mein Name ist Tine Voss und ich bin Senior Insight Account Executive hier bei Jamf. Unser Partner Amaris hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, Ihnen das heutige Thema ein bisschen näher zu bringen. Amaris, das ist ein schnell wachsendes Consulting-Unternehmen und hat sich unter anderem auf dieses Thema spezialisiert und arbeitet eben eng mit uns bei Jamf zusammen, um unsere Kunden mit der Apple-Plattform erfolgreich zu machen. Den ersten Teil der heutigen Präsentation wird Ihnen Benjamin Prader vorstellen. Benjamin ist seit 2016 Business Unit Manager bei Amaris und ist unter anderem für die IT-Consultants in Deutschland zuständig. Den zweiten Teil der Präsentation wird Christoph Fellner übernehmen. Christoph ist Senior Apple Consultant und begleitet bei Amaris Apple-Projekte im Enterprise-Umfeld. Sollten während des heutigen Vortrags irgendwelche Fragen auftauchen, würden wir Sie bitten, diese über die Q&A-Funktion in WebEx zu stellen. Wir kommen dann gerne am Ende der Präsentation darauf zurück. Ja, dann möchte ich Sie jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen und übergebe das Wort gerne an unsere zwei Referenten. Viel Spaß! Danke vielmals für eine nette Vorstellung. Ich würde dann gleich übernehmen. Also wie Sie jetzt schon wissen, mein Name ist Benjamin Prada und gehen wir gleich zur nächsten Slide, wo wir über die Agenda sprechen werden. Wir werden als erstes anfangen, über die Vision zu sprechen, also warum machen wir das Ganze überhaupt, was bringt das Ganze. Danach reden wir über das Team, das für die Implementierung zuständig ist, wer muss alle im Team sein. Dann gehen wir zur Planung und zur Umsetzung, werden dann etwas technischer bei den Tools und schlussendlich sind wir dann eben noch für Fragen für Sie da. Gehen wir zum nächsten Slide, zu der Vision. Bei MEC im Firmenumfeld geht es eigentlich darum, dass Mitarbeiter eine Wahlmöglichkeit haben, dass man ihnen diese Wahlmöglichkeit gibt. Statistiken zeigen, dass es viele Mitarbeiter gibt, die einen MEC zu Hause verwenden und sich wünschen würden, auch einen MEC im Berufsleben zu verwenden, um so einfach schneller zu arbeiten, man kennt die Tools besser etc. Diese Mitarbeiter sind dann meist produktiver und können schneller arbeiten. Grundsätzlich ist das Ganze also auf mehreren Sparten aufgeteilt. Erstens, man will den Mitarbeitern ein besseres Mitarbeitererlebnis geben. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie bekommen den persönlich für Sie aufgesetzten Computer frisch verpackt auf Ihren Schreibtisch. Und das ist natürlich etwas sehr Besonderes. Sie haben selbst den Computer gewählt, mit diesem Computer arbeiten Sie dann auch. Das hat einen ganz anderen Flair. Andererseits will man natürlich auch die richtigen Tools für die Mitarbeiter haben, sodass sie produktiver werden können. Das ist eben genau für diese Mitarbeiter, die viel zu Hause mit Mac arbeiten, steigert das die Produktivität sehr. Die kennen diese Tools und können sich besser so einbringen. Zusätzlich dazu wird auch noch der Marktwert steigen. Warum? Dadurch, dass die Mitarbeiter wählen können, was für einen PC, ob sie einen Mac oder keinen Mac haben wollen. Das gibt ihnen eine besondere Attraktivität als Arbeitgeber. Das wird dazu führen, dass sie gute Top-Mitarbeiter eher anziehen am Arbeitsmarkt. Also das ist auch hier sehr hilfreich. Ansonsten ist dann noch zu sagen, dass es für das Ganze gibt es eine Gesamtverantwortung im Support. Das heißt auch von dem Teil und von den Gesamtkosten gibt es auch Dinge zu erwähnen. Fangen wir beim Support an. Im Support ist wichtig zu erwähnen, dass Statistiken haben gezeigt, dass 40% aller PC-User Support bei Problemen in Anspruch nehmen müssen, während bei Mac nur 5% der Benutzer Support in Anspruch nehmen, da das System einfacher zu bedienen ist und weniger Probleme aufkommen. Dies bedeutet zwei Dinge. Erstens, die Mitarbeiter können die ansonsten verlorene Zeit produktiv nutzen. Zweitens, sie haben als Arbeitgeber weniger Level 1, Level 2 Supportkosten. Das hat auch gleich mit dem nächsten Punkt zu tun. Aber davor will ich noch sagen, dass die Gesamtsupportverantwortung auch etwas recht Besonderes bedeutet. Nämlich, das bedeutet, dass es ein internes Portal gibt, auf dem das Support-Team die häufigsten aufkommenden Probleme dokumentiert und auch gleichzeitig Lösungsanleitungen gibt. Die werden natürlich immer wieder gewartet und so sollen dann die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, schnell selbst eine Lösung finden zu können, ohne ewig in der Warteschleife zu hängen. Zu guter Letzt, jetzt habe ich schon öfter angedeutet, die Gesamt-IT-Kosten reduziert. Warum? Weil man muss auch keine Drittlizenzen bezahlen. Wenn man mit jetzt einem Mac arbeitet, muss man keine Drittlizenzen bezahlen, weil die notwendigen Tools schon auf
dem Mac oben sind. Das heißt, eigentlich erreichen Sie Folgendes, und das ist ja schlussendlich auch der Wunsch oder die Vision jedes Unternehmens, ist, wenn Sie irgendetwas Neues einführt, wollen Sie einerseits Produktivität steigen, andererseits auch einen besseren Wettbewerbsvorteil haben. Das wird durch diese vier Punkte eben wirklich erreicht. Kommen wir zur nächsten Seite. Um das Ganze durchzuführen, muss das richtige Team diese Migration durchführen. Wer ist da alle dabei? Einerseits braucht man natürlich einen C-Level-Sponsor, das heißt jemanden vom Board. Dieser ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Ressourcen und die Priorität voraus festgelegt sind. Ja, dann braucht man natürlich einen Projektleiter, der das ganze Projekt durchführt, das Team zusammenhält, die Meilensteine setzt und auch die Ressourcen richtig einteilt. Es ist sehr ratsam, dass der Einkauf von Anfang an immer dabei ist, weil der Einkauf schlussendlich für die Koordinierung der Angebote mit dem Apple Finance Service zuständig ist. Und dementsprechend, wenn der nicht dabei ist, dann verzögert sich immer alles. Das heißt, das ist sehr ratenswert. Ansonsten beim Team, also vom Network, Support und InfoSec, hier ist einfach wichtig zu erwähnen, dass die jeweiligen Personen in dem Team mit genug Befugnissen ausgestattet sind, um schon die empfohlenen Anpassungen auch wirklich zeitnah durchzuführen. Ansonsten müssen Sie immer Rücksprache halten, das verzögert alles. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Mac Champions. Was sind jetzt die Mac Champions? Das sind Mitarbeiter, also Beispiel, eine Mitarbeiterin in der Finanzabteilung. Und die gibt einfach immer wieder Feedbacks an das IT-Team und sagt, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, etc., sodass das IT-Team die Probleme auch beheben kann. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier geht es jetzt um die Planung. Grundsätzlich, bei der Planung ist darin, also ich glaube, es gibt bei der Planung ja konkret die Zielsetzung, desto einfacher, desto klarer die Zielsetzung ist, desto einfacher wird die Umsetzung und Terminierung. Ich glaube auch jeder, der jetzt hier zuhört, oder zumindest die meisten, kennen das, wenn ein Projekt zu schwammig und zu unklar definiert ist, wird ein gutes Projekt dann oft vollkommen unerfolgreich, also nicht erfolgreich, weil einfach immer neue Dinge reinkommen und weil man immer mehr noch umsetzen will und dann kommt es schlussendlich zu nichts. Das heißt, es gilt ganz klar, über Dinge zu diskutieren, festzulegen, und meistens sind es diese Punkte. Das heißt, meistens sind es zum Beispiel Punkte wie, wie viel wollen wir von den Basis-Service-Application implementieren, wie weit wollen wir unsere Infrastruktur auf den modernsten Stand bringen, was ist die Deployment-Strategie, die wir fahren wollen, was brauchen wir, um das Support-Modell zu verbessern, und in welche Richtung wollen wir hier gehen. Und wenn man das dann klar definiert hat, dann kommen wir auch schon zur Umsetzung auf der nächsten Slide. Und da haben wir einfach nochmal hingeschrieben, wirklich jetzt dabei bleiben, jetzt beim Projektumfeld nicht weiter ausbauen, wirklich da unbedingt dabei bleiben. Dann ist es einfach wichtig, dass man die Zeitvorgaben mit Puffern richtig verteilt und auch die Aufgaben richtig verteilt. Hierzu, das klingt nämlich recht schwer, ne? Hierzu ist es sehr hilfreich, den Apple Readiness Review anzunehmen. Dass der Apple Readiness Review, was ist das? Da kommt schlussendlich dann ein Spezialist von Apple, der kommt zu Ihnen in die Firma, schaut sich bei Ihnen die IT genau an und hilft Ihnen dann, indem er ein Dokument erstellt. Und auf dem Dokument kann ich dann als Manager sehen, okay, was wird wie lange brauchen, was ist kritisch, was ist nicht kritisch, und kann dann mein Team etwas besser koordinieren und eben diese Lücken füllen, weil alles kann ich nicht wissen. Ne? Ich bin natürlich jetzt dann nicht der Spezialist, wenn ich das als Projektleiter implementieren muss, und daher ist dieser Apple Readiness Review sehr hilfreich. Als Beispiel haben wir auf der nächsten Seite jetzt so eine Projekt-Timeline. Ja. In dem Projekt, das hat wirklich auch so stattgefunden, natürlich können wir jetzt nicht den Namen des Kunden sagen, da ist ein Spezialist von Apple auch gekommen und war die ersten 3,5 Tage dort, hat mit allen Personen in IT, also allen Mitarbeitern gesprochen, und dann sind schon die ersten Schritte eingeleitet worden. Er hat sich wirklich dann viel Zeit genommen und hat dann den Apple Readiness Review gemacht. Das bedeutet, nach 3 Wochen hat man dann nochmal schriftlich alle Schritte, und das hat eigentlich dann sehr gut funktioniert. Durch diesen Apple Readiness Review war es dann so, dass nach 6 Monaten war der erste Mac fertig, wo alles aufgesetzt war. Da hat man noch einmal kontrolliert, passt alles, was muss man ändern. Nach 9 Wochen war es dann soweit, dass
jeweils ein Mac in jedem Department war. Und da kann man schauen, okay, was ist von dem Department, kommen da Feedbacks. Und dann nach der 11., in der 12. Woche war es soweit, dass mehrere hundert Macs bereit war, wirklich jetzt integriert zu werden und eingesetzt zu werden. Bei dem Projekt hatten wir eine Verzögerung von 2,5 Wochen und das ist eigentlich dann doch nicht so viel. Da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Ja. Das hat aber eben wirklich nur deswegen funktioniert, wenn man dann wirklich sich darauf eingelassen hat und das Projekt gut durchstrukturiert hat. Damit übergebe ich jetzt an meinen Kollegen, Herrn Christoph Fellner. Danke vielmals von meiner Seite. Danke, Benjamin. Ich möchte mich auch noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Fellner. Ich arbeite als Senior Apple Consultant bei Amaris und ich habe einige dieser Projekte oder der Projekte im Großkundenumfeld betreut. Wir haben jetzt schon eine kleine Einleitung bekommen. Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter auf die Umsetzung und danach noch auf die Tools als kleine Hilfestellung, was wir verwenden, um solche Projekte auch erfolgreich zu machen, mit Ihnen sprechen. Ganz am Schluss der Präsentation, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man sie herunterladen kann oder nicht, gibt es noch ein Quellenverzeichnis und Verweise, wo ich Ihnen auch Links eingebunden habe zu dem entsprechenden Artikel, dass Sie auch wirklich etwas Handfestes mit nach Hause nehmen. Fangen wir gleich an bei der Umsetzung mit Basis-Services und Applikationen. Um was geht es dabei? Der Herr Rader hat zwar, es waren nicht 9 Monate oder 3 Monate, sondern es waren 3 Wochen oder ich glaube 6 Wochen waren es insgesamt. Da geht es um das erste Minimal Valuable Product. Was ist ein Minimal Valuable Product? Im Endeffekt geht es darum, dass ein Gerät ohne große Management und ohne dass es deployed wird, aber mit allen Produktivitätsapplikationen ausgestattet wird und man ein Produkt hat, das so theoretisch für den Endanwender schon zu verwenden ist. Was heißt das? Ich habe die Basis-Services integriert, sei es iTunes, ich kann auf meine SharePoint-Sachen zugreifen oder was auch immer ich für Produkte da verwende. Meine internen Applikationen sind getestet und laufen auf macOS. Da möchte ich Sie bitten, wir haben vorher sehr, sehr viel auch über die Kostenreduktion gesprochen und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt hier, dass wenn ich interne Applikationen verwende oder spezialisierte Applikationen, in der heutigen Zeit gibt es meistens von den Herstellern in der letzten Version sogar schon eine Cross-Plattform-Anbindung. Wenn das nicht ist, würde ich sogar raten dazu, darum auch Einkauf und der C-Level-Sponsor vielleicht sich überlegen, ob es nicht auf dem Markt ein anderes Produkt gibt, das ähnliche Sachen hat, wo auch die ganzen Legacy-Sachen vielleicht übernommen werden können. Ich denke, das sind alles Dinge, die man sich im Vorfeld schon anschauen muss. Wenn alle Stricke reißen, kann man natürlich auf Virtualisierungen setzen. Nur da muss ich sagen, dabei verliert man sehr, sehr groß mit der Kostenreduzierung, weil auch die müssen gewartet werden. Die ganzen Lizenzkosten kommen noch einmal dazu. Also ich brauche ja dann die Virtualisierungslizenzen. Ich brauche dann auch irgendwen, der mir meinen Terminal-Server irgendwo wartet. Auch dort sind wieder ganz neue Produkte, die wieder Lizenzen brauchen. Also mein Rat ist wirklich, wenn man das einsetzt, eine Übergangsfrist zu sehen und dann immer wieder dranbleiben und schauen, ob es nicht jetzt eine Alternative gibt, die alle meine Anforderungen erfüllt und dann Cross-Plattform ist. Insofern darum der Punkt auf native Applikationen setzen. Dann komme ich auch schon zum nächsten Slide. Das sind die Modernisierung der Infrastruktur. Was ich da anrate oder warum braucht man das? Weil sich einfach, und das ist, glaube ich, jetzt nicht per se etwas Mac-spezifisches, die IT-Landschaft in Unternehmen hat sich generell sehr verändert. Auch die Anforderungen, man setzt viel mehr auf Laptops und auch Mobiltelefone. Im Endeffekt sind die Anforderungen vom drahtvernetzten Netzwerk zum WLAN sehr, sehr in Richtung WLAN geswitcht. Darum empfehle ich dort, auf wirklich sehr neue Netzwerkstandards zu setzen. Und ich habe im Anhang Ihnen ein sehr gutes Dokument dazu von Cisco in den Verweisen drinnen. Um was es mir in größter Hinsicht dabei geht, setzen Sie auf 802.11x und
schauen Sie, dass Sie insgesamt eine SSID auch auf Ihren ganzen verschiedenen Standorten haben, damit dann, wenn ein Mitarbeiter aus München vielleicht nach Berlin geht, nicht zuerst einmal eine halbe Stunde Zeit verliert, um sich in das dort ein Netzwerk einzubinden. Sehr wichtig dabei sind auch die Firewalls, dass die überall gleichgeschaltet sind und dass wirklich in jedem Netzwerksegment man den Apple Push Notification Service und auch die MDM-Ports für das jeweilige Managementprodukt für den Apple Computer freigeschalten sind. Als letzten Punkt habe ich hier noch aufgeführt, einen Webproxy zu verwenden. Wenn Sie Ihren Traffic über einen Proxy laufen wollen, was im Unternehmensumfeld eigentlich gang und gäbe ist, würde ich auch hier auf einen Webproxy setzen, weil auch hier ist die Mitarbeitererfahrung, sei es, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice ist oder im Zug oder wo auch immer, dass man wirklich überall dieselbe Mitarbeitererfahrung hat. Einfach aus dem Grund, weil sonst Leute gerne mal von zu Hause arbeiten, weil sie dort mehr können oder eben auch nicht oder vielleicht auch nicht. Und ja. Dabei wäre es wichtig, dass dieser Webproxy Kerberos-Authentifizierungen akzeptiert. Auf das gehe ich später ein, weil Apple da auch ein neues Tool entwickelt hat und es gibt auch ein Drittherstellerprodukt, um die Active Directory-Anbindung anders zu lösen. Ich sage alternativ zu lösen. Dann darauf gehe ich aber später noch genauer ein. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Das sind die Deployment-Strategien. Generell, was es hierbei gibt, es gibt von Apple das Deployment Reference Guide. Ich denke, das sollte immer die Grundlage sein für diese Sachen. Sehr wichtig, ich würde auch das DEP, also das Device Enrollment Programm von Apple nutzen. Das hat den Vorteil, dass ich einem Mitarbeiter ein noch original verpacktes Gerät auf den Tisch stellen kann. Dann mit Onboarding-Tricks, Splash-Screen, wir haben uns dem Problem angenommen und haben Splash-Buddy entwickelt. Das ist, glaube ich, ein sehr toller Splash-Screen. Es gibt aber da diverse andere Produkte am Markt auch. Unseres ist Open Source, man kann es runterladen, sehr einfach zu konfigurieren. Ich habe in Frankfurt bei der Roadshow von Jamf erfahren, dass sie auch an sowas arbeiten. Im Endeffekt, mir geht es da nicht darum, Splash-Buddy zu promoten, sondern dass es wichtig ist, dass das DEP an sich wunderbar ist, aber es einfach, ich gehe noch näher ein bisschen genauer darauf ein, was passiert. Ich habe auch noch ein Video im Anhang, dass man das ergänzt, weil sonst sofort ein Call entsteht mit dem Helpdesk, weil man packt sein neues Gerät aus, man verbindet sich mit dem Internet und auf einmal werden von Geisterhand Dinge installiert und Konfigurationen angepasst. Security Hardening, die CSI-Benchmark kann man mit Onboard-Mitteln sehr, sehr gut umsetzen. In diversen Firmen, wo historisch gesehen Dritthersteller, Antivirus-Dritthersteller-Produkte drinnen waren, hat man gemerkt, dass es keinen Mehrwert gebracht hat und im Endeffekt dann nur Lizenzkosten waren. Sie haben mit X-Protect Gatekeeper, dann gibt es noch die OpenBSD-Firewall, die drinnen ist, und mit Möglichkeiten mit den Onboard-Mitteln Audit-Logs zu erstellen und diese gegebenenfalls sogar an einen Splunk-Server zu schicken. Sehr, sehr gute Möglichkeiten, um diese CSI-Benchmark abzudecken. Was wir dann generell noch machen, wir arbeiten mit Extension-Attributes und Konfigurationsprofilen. Nur ganz kurz, was ich da mache, ist, ich checke mit einem kleinen Python-Script, welche Attribute, Werte gesetzt sind und wenn diese nicht gesetzt sind, werden über eine Smart-Gruppe, also eine intelligente Gruppe, ein Managed Configuration Profile an den Endkunden automatisiert geschickt. Sprich, bei all diesen Dingen, um was es hier geht, ist sehr, sehr wichtig, dass vielleicht der initiale Aufwand etwas größer ist, aber danach sehr, sehr viel automatisiert passiert und man nicht bei jeder Kleinigkeit wieder adaptieren muss. Last but not least, vielleicht sogar einer der tollsten Innovationen, ist das Self-Service-Portal. Was tut das Self-Service-Portal? Mit dem haben geben wir Ihrem Mitarbeiter die Möglichkeit, Programme selber zu installieren, Hilfstools, manche Dinge, wo man für normale Administratorenrechte bräuchte, selber zu ausführen zu können. Und was unsere Empfehlung hierbei ist, dass das wirklich das Einstiegstor
zu jeglichen IP-relevanten Themen ist. Dazu gehe ich gleich zum Support. Warum? Das ist eine schöne Überleitung. Auch hier will ich oder empfehlen wir, dass wir das Self-Service-Portal als Einstiegstor zum Support verwenden. Das heißt, ich sehe, das habe ich ganz nachher in einem Video auch noch gesehen, was wir da meinen ist, Sie haben da drinnen einen Link, schön visualisiert, wo der Mitarbeiter, wir haben jetzt zwei verschiedene Modelle gehabt, einmal ist es wirklich so weit gegangen, dass es gar keinen Telefonsupport mehr gegeben hat, sondern wirklich eine interne Social-Media-Webseite, die moderiert worden ist, also es ist nicht so, dass es keine Support-Mitarbeiter mehr gibt, aber die haben eine Seite moderiert. In diesem Fall war es Yammer. Ich bin nicht einmal sicher, ob es das Produkt noch gibt. Aber das hat unglaublich gut funktioniert. Also man hat gemerkt, dass die Mac-Champions oder die begeisterten Mac-Mitarbeiter dann selber sich untereinander oder weniger qualifizierten Mitarbeitern geholfen haben. Und die Calls sind drastisch gesunken. Die andere Möglichkeit, die wir angeboten haben, war, ein Unternehmen wollte noch immer einen Helpdesk haben, aber um die Calls zu reduzieren, hat man eine Intranet-Seite gebaut. Für den Weg haben auch wir uns entschieden, intern entschieden. Ich habe eine Intranet-Seite, wo ein Support-Mitarbeiter pro Tag eine gewisse Zeit nicht am Telefon sein muss, sondern diese Intranet-Seite moderiert. Das heißt, er sieht, oh, da sind jetzt in diesem Fall, in diesem Problem relativ viele Anrufe reingekommen. Man schreibt den Lösungsansatz auf, man einen sehr einfach zu verstehenden Titel, weil das ist manchmal auch das Problem, dass man ja auch wissen muss, als Laie, als Finanzler muss man zuerst erkennen können, oh, das ist das Problem, das ich habe. Danach gibt es eine kleine Anleitung. Was sehr wichtig ist, dass ich die Apple Knowledge Base, ja, die man sowieso zur Verfügung hat, da integriere, werden sehr viele oder allgemeine Themen dort schon abgeglichen. Und wie jeder das kennt, ist, wenn so eine Intranet-Seite wächst und wächst, muss man die Artikel auch testen. Ja, kommt ein neues macOS-System heraus, muss zwangsläufig irgendwer durch die ganzen Schritte gehen und diese wieder aktualisieren. Das ist eine Gefahr, die es bei diesem System gibt, ist, wenn man zufällig auf einen Artikel klickt und der funktioniert nicht, dieser Lösungsansatz funktioniert nicht und das passiert zwei, dreimal, geht es rapide oder sehr, sehr schnell, dass man da nicht mehr auf das zugreift und sofort zum Telefon greift. Ansonsten waren unsere Erfahrungen, dass sie nicht aus zum Telefon greifen wollen. Dann hat es dort Warteschlangen, man muss sich recht lange erklären. Und die Selbsthilfe an und für sich ist eine sehr, sehr schnelle und bequeme Art für den Endkunden. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man sich nicht selber darstellen muss. Ja, manchmal ist das unangenehm, manchmal sind es banale Sachen. Insofern ist es da sehr angenehm, wenn man das selber machen muss und vielleicht das IT-Team nicht merkt, dass man in dieses Problem gelaufen ist. Dann kommen wir zu den Tools. Der Herr Prada hat schon ein bisschen was von dieser Apple Readiness Review erzählt. Ich bin da schon bei einigen dabei gewesen, auf das will ich eingehen. Ich will auf den Apple Push Notification Service noch ein bisschen konkreter eingehen, weil das ist immer ein großes Thema im Firmenumfeld. Historisch gesehen will man keine Ports aufmachen. Dank diversen Cloud-Geschichten ist das schon ein bisschen besser geworden. Da ist dieses Parameterized Security hat sich geändert, weil es sowieso schon Lücken gibt. Hat aber diverse andere Sachen und diverse andere Vorteile, die eigentlich meiner Meinung nach viel besser oder größer wiegen als der theoretische Security-Verlust, weil es ist ja kein praktischer. Dann VP und Onboarding. Was heißt das? Würde ich noch kurz darauf eingehen. Auf SplashBuddy, eben unser Tool dafür. Und dann etwas, was ich Ihnen auch sehr ans Herzen bringen will, ist Enterprise Connect. Was bietet Enterprise Connect? Ich gehe dann später noch einmal konkret darauf ein. Es ermöglicht Ihnen ohne eine Active Directory-Anbindung, aber es stellt Ihnen viel von der Funktionalität zu, die Sie sonst dadurch durch eine Bindung an die Active Directory haben. Und ganz am Schluss auf Jamf Pro werde ich nicht auf die Funktionsweise eingehen, aber warum Jamf Pro ein sehr tolles Produkt ist. Da geht es mehr um
die Möglichkeit der Dritthersteller-Einbindungen, wie zum Beispiel der Splash Buddy, ServiceNow, der Ticketing-System, ja, das, Intune natürlich mit dem Conditional Access. Wunderbar, dann gehen wir da gleich ein bisschen tiefer hinein. Was sind die Vorteile der Apple Readiness Review? Wir haben einige Projekte gehabt, die, wo das von Anfang an passiert ist. Das ist natürlich der Idealfall. Das heißt, ein Apple Professional Service Mitarbeiter wird aus den Staaten eingeflogen. Es gibt einen relativ konkreten Vorab-Call, da wird einmal definiert, was ist das alles. Dann kommt der Herr zu Ihnen ins Haus physisch und setzt sich 3 Tage lang in 2-stündigen Breakout-Sessions mit all den relevanten Stakeholdern zusammen. Und das Gute daran ist, dass nicht nur ein, wie man das in einem regulären Assessment kennt oder in einem Audit, nein, es ist wirklich hands-on, also er berät die Mitarbeiter schon, es werden dann schon die ersten Schritte eingeleitet. Es ist wirklich hands-on, also die ganzen Erfahrungen, die man, diese Mitarbeiter haben, meistens schon 20 von denen gemacht, also in einem sehr großen, ein großes Repertoire an, wie Macs in Firmen, im Großfirmenumfeld oder im Firmenumfeld überhaupt eingebunden sind, von dem sie dann profitieren können. Am vierten Tag, also es sind 3 Tage, wo diese Breakout-Sessions sind, am vierten Tag gibt es noch so einen halben Tag, wird noch einmal ein Endmeeting einberufen mit all den Stakeholdern, wenn die Zeit haben, und werden noch einmal die ganzen die Findings auf den Tisch gelegt und die Empfehlungen noch einmal durchbesprochen. Meistens kommt es dann noch zu einer Fragerunde, einfach, dass, wenn der Mitarbeiter weggeht, eigentlich alles klar ist. Nach 3 Wochen bekommen Sie dann einen sehr, sehr detaillierten Bericht, auch sehr Apple-like, also mit einer Ampelregelung, wo eine Tabelle da ist, wo Ihre ganzen 15, also Apple teilt das in 15 Schichten ein, wie Kommunikation und andere Geschichten, Active Directory-Anbindung, solche Directory-Services, Applications, und zu jedem Einzelnen haben Sie dann in einer relativ einfachen Ampelregelung, also grün ist, Sie sind schon mit Apple Best Practice, Sie müssen gar nichts machen, diese Abteilung oder diese Person. Orange, kleine Anpassungen sind notwendig. Und rot, um eine erfolgreiche Praxis zu installieren, müssen diese Empfehlungen umgesetzt werden. In der letzten Spalte gibt es dann zu jedem der einzelnen Themen konkrete Empfehlungen. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück. Bei dieser letzten, bei der Endsitzung wird auch noch eine Timeline vorgestellt, also wo man was machen kann. Und wenn das nach 6 Wochen wird Ihr lokaler, das ist dann kein Apple Professional Service Mitarbeiter mehr, aber Ihr lokaler SE macht einen Follow-up-Call mit Ihnen, und das ist wie eine Fortschrittskontrolle, was ist schon umgesetzt worden, und dann können die einzelnen Bewertungen auch angepasst werden. Was wir gesehen haben, was der größte Vorteil an diesem Bericht ist, ist, zum Teil haben Personalien gewechselt, zum Teil sind im Nachhinein die Umsetzungen vielleicht schwammig geworden, und das war auch für den C-Level-Sponsor sehr wichtig, ein Produkt, also einen Bericht zu haben, wo man im Nachhinein sagen kann, ja, aber sie haben sich ja bereit, also es ist ja das diskutiert worden, das besprochen worden, und man hat gesagt, was setzt man so um, warum ist das noch nicht passiert. Ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Mehrwert an dem Ganzen, dass man wirklich etwas, einen handfesten, umsetzbaren Bericht hat, auf den man sich auch, wenn man jetzt der kleine Mac-Administrator ist, berufen kann und vielleicht der Netzwerker, der eigentlich 5 Klassen über einem ist, dann trotzdem man noch sagen kann, ja, aber Sie sehen ja, das ist mit Ihnen besprochen worden und Sie haben das damals akzeptiert und gesagt, Sie werden das so umsetzen. Ich hoffe, dass ist soweit gut. Es gibt von Apple auch zu all diesen Themen immer wieder Webinars, sind leider in Englisch oder sind in Englisch. Könnten Sie sich auch anmelden. Ich kann die nächsten dann den Damen von Jamf auch sagen, wann die sind.
dann würde ich auf den nächsten Punkt eingehen. Apple Push Notification Service, warum ist er überhaupt notwendig? Mit dem Apple Push Notification Service hat Apple eine ganz neue Art des Managements geschaffen, weil es kommt ursprünglich aus dem iOS. Warum ist das wichtig? iOS hat kein Netzwerkkabel. Das heißt, es muss über die Luft, over the air, ein Managementsystem her. Und das stellt ganz große Herausforderungen, weil es immer zu Unterbrüchen geben kann. Also ein Wi-Fi-Netzwerk ist nie so stabil wie eine Ethernet-Verbindung oder zumindest historisch gesehen nicht so stabil. Und darum hat man sich über ein komplett neues System, wie schaffe ich es trotzdem sicher, ein Management-System einzuführen, das nicht geschoben wird, sondern sich holt. Wichtig hierbei, der große Vorteil ist, dass Sie Richtlinien und Änderungen fast in Echtzeit an diesen Computer bringen oder auch das iOS-Gerät. Sehr wichtig zu sagen dabei, es werden keine vertraulichen oder geschützten Informationen über den Push-Notification-Service geschickt. Es ist ein gesichertes, binäres, APN-spezifisches Protokoll und für mich ein Sicherheitsvorteil, da werden jetzt alle sagen und zum Lachen anfangen, dass es keine Proxy-Inspection zulässt. Warum ist das für mich ein Sicherheitsvorteil? Weil so gut die Produkte sind, die Proxy-Inspection machen, ich denke, der Mensch, der Ihnen Böses will, hat sicher auch die Ressourcen, auf sowas zuzugreifen und eine Man-in-the-Middle-Attacke zu starten. Das ist unterbunden worden über eine Zertifikatskette. Sobald die gebrochen wird, funktioniert das Ganze nicht mehr. Sehr wichtig, Management-Transfer und APNS immer Proxy-Exceptions reinpacken. Ja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Es ist vom Department of Defense in den Staaten, ich glaube vor 4 Jahren, komplett auseinandergenommen worden, mit dem Schluss, dass es eingesetzt wird und ist auch ein Link in den Verweisen drinnen. Und auch ich persönlich habe noch keinen einzigen Fall gekannt, also ist mir keiner bewusst, wo es wegen diesem APNS oder MDM-Transfer zu einer Security, zu einem Compromise gekommen ist. Einer Kompromittierung gekommen ist. Auch für DEP ohne APNS kein DEP. Warum wollen Sie DEP? DEP gibt Ihnen die Möglichkeit, alles, Ihr ganzes Rollout im Vorfeld komplett zu automatisieren und dem Mitarbeiter ein unglaublich tolles Gefühl des Mehrwerts zu geben, wenn er noch ein verpacktes Gerät vor sich stehen hat. Das ist wie ein bisschen, muss man das mit Weihnachten vergleichen. Ja? Und auch Ich bin in diesen Genuss gekommen und es ist wirklich was Tolles, wenn man das Gerät auspacken kann. Dann kann man das Gerät starten, man loggt sich das erste Mal mit dem Internet ein und dann wird sofort gecheckt, oh, dieser Computer ist Teil von Firma XY. Und dann können Sie sich entweder mit Ihren Active Directory Credentials oder mit einem vorab kommunizierten Passwort einloggen und im Hintergrund fängt dann schon der ganze Managementbetrieb an. Ihre Konfigurationen werden installiert. Ich würde da empfehlen, das so klein wie möglich zu halten und sehr große Applikationen dann über das Self-Service-Portal dem User in seiner Zeit, wenn er das will, runterladen zu lassen. Jetzt habe ich gesprochen von, es werden Konfigurationen oder Dinge installiert. Aber jetzt habe ich das Gerät gerade aus der Schachtel genommen. Aus Erfahrungen ist das für den Mitarbeiter, der nicht so IT, sich nicht so mit der IT auskennt, ein bisschen ein Manko, weil er das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht mit dem Gerät, das sollte brandneu sein. Warum passieren hier Dinge? Um das auszuschließen, haben wir diesen Splash-Screen mit Splash-Buddy konfiguriert auf Kundenwunsch und dann weiterverwendet und eben geopen-sourced. Was hier passiert, sehen Sie nachher im Video. Das Erste, was passiert, es geht ein Bildschirm auf. Auf der rechten Seite haben wir den Progress, von welche Programme installiert werden. Und in der Mitte haben wir eine HTML-Seite, die Sie auf Ihre Needs konfigurieren können. Sogar verschieden, je nach also Sprachregion, kann man da verschiedene Inhalte darstellen. Wir haben das so gelöst, dass zum Beispiel jetzt die Zeiterfassung und solche Sachen, wo ich die im Internet finde, angesehen wird. Und ganz am Schluss
haben wir es dann noch, die SEZ-Nummer des Gerätes und was für ein Gerät der Mitarbeiter bekommen hat, um dann im Nachhinein eine Smart Group darüber zu triggern, die dann spezifisch auf die Geräte oder die einzelnen Abteilungen besondere Applikationen installiert. Dann schauen wir uns das kurz an. Eben, man wählt, das kennen Sie, wenn man ein Apple auf installiert, man loggt sich hier ein. Man generiert den lokalen User-Account, es wird Jamf kontaktiert, Jamf startet als erstes Splashbuddy. Wir haben auf der rechten Seite jetzt die ganzen Programme, die wir installieren. Wir halten das sehr klein, also es ist wirklich nur Enterprise Connect, der zusätzliche Browser, das VPN und Intunes für den Conditional Access und da jetzt noch Teams. In der Mitte sehen Sie, wir haben einen Begrüßungstext, wo sind unsere Spesen, wo sind unsere Timesheets. Es geht jetzt alles ein bisschen schnell, weil ich es auf doppelte oder dreifache Geschwindigkeit gestellt habe. Aber was für mich das Wichtigste ist, dieser Zeitraum, in der im Hintergrund Geräte konfiguriert werden, ist sinnvoll genutzt. Dann kommen wir schon zu Enterprise Connect. Was ist Enterprise Connect? Mit Apple hat man immer ein bisschen das Problem gehabt, dass auch wenn sie gebunden sind zu einer Domain, dass es gewisse Einschränkungen hat, auch jetzt sei es mit Laptops. User an Laptops locken sich sehr oft nicht aus. Dann geht der Bildschirmschoner bei ihm zu Hause in Schlaf und er kann sich nicht mehr anmelden. Mit Enterprise Connect haben Sie trotzdem eine sehr große Anzahl der üblichen Funktionalitäten, sei es die Netzwerkfreigaben, die automatisch gemountet werden, die Passwortverwaltung, Sie können Passwörter zurücksetzen. Sie haben da auch die Möglichkeit, die Passwortkomplexität sehr einfach anzusehen. Sie bekommen ein Kerberos Single Sign-On-Ticket, also ein TGD-Ticket. Das heißt, wenn Sie verbunden sind, können Sie auf alle Ihre Internetseiten zugreifen. Sie können sich mit dem Proxy-Server authentifizieren, gegebenenfalls der ist Kerberosiert. SharePoint, glaube ich, ab der letzten Version erlaubt auch Kerberos-Authentifizierung. Und das Ganze kann man relativ einfach über Ihr Management-System anpassen und automatisieren. All das ohne Ihren Computer an der Active Directory verbunden zu haben. Das Einzige, wo Sie die Active Directory-Verbindung brauchen, ist, wenn es DFS-Shares sind. Es ist eine einmalige Zahlung. Sie zahlen die Lizenz und da kommt ein zertifizierter Ingenieur. Das bin zum Beispiel bei Amaris ich jetzt auch sehr lange gewesen. Ich habe schon einige von diesen Enterprise Connect-Installationen durchgeführt. Es sind bis zu 2 Tage aus meiner Erfahrung heraus, meistens 1 bis 1,5 Tage und das ist schon sehr komplex, sehr einfach. Aber wir haben die Zeit immer genutzt, noch generell etwas über die IT-Landschaft und des Kunden zu sprechen und vielleicht da noch Tipps und Tricks zu bekommen. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr großer Mehrwert, weil ja, die Experten, die dann kommen, auch in sehr, sehr vielen anderen Firmen schon waren und im Endeffekt ich kenne das, ich war sehr lange bei einer Universität Apple-Administrator und manchmal kommt man sich als Stiefkind der Community vor. Die Community ist zwar sehr toll, aber ja, man sieht ja dann trotzdem immer nur, wie es da gemacht wird und so kann man vielleicht da auch profitieren und die restliche Zeit nutzen des Engagements, um über andere Dinge zu diskutieren. Auch hier gibt es ein kleines Video. Sie sehen, ich verbinde mich mit dem VPN, dann habe ich Zugang zur Active Directory. Ich starte Enterprise Connect. Bei mir ist jetzt das Passwort, das lokale, nicht dasselbe mit dem Active Directory Passwort. Das ist eine Test-AD. Ich gebe ein falsches Passwort ein. Ich habe überhaupt kein Interesse, dass es das Testpasswort mein lokales Passwort wird. Sie sehen hier kann man noch die Mounts, die Shares einfügen. Das kann man auch alles automatisieren über Ihr Management-System. Man sieht hier ganz, das Passwort kann man verändern. Das wird auch nachgeführt. Auch hier könnte man theoretisch, gibt
diverse verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Man kann auf eine Webseite umgeleitet werden oder man kann auch ein RTF-Dokument starten, was die Richtlinien sind. Dann hier als zweites sehen Sie, mein Passwort läuft nicht aus, aber das sieht man auch genau, wie viele Tage noch an sind. Wichtig, ich habe jetzt ein TGD-Kerberos-Ticket und jetzt kann ich mich ohne gepromptet werden bei mir im Internet auf unsere Seiten einloggen. Weil ich das Video schon gemacht habe, habe ich Ihnen auch noch im Anschluss ganz, ganz kurz unser Self-Service-Portal gezeigt. Das ist auch toll. Man kann das komplett auf Ihre Firma branden. Und hier bei Bookmarks haben wir eben unser Ticketing-System, wo es dann zur Internetseite geht. Wunderbar. Dann war es das. Dann zum Schluss noch kurz zu Jamf Pro. Was gibt es hier zu sagen? Jamf Pro hat eine sehr, sehr tolle Cloud-Instanz. Das hat den Vorteil, dass ich von außen Computer nicht on-premise oder auf meine DMP, sondern nur der Management-Traffic in eine Richtung gehen muss. Hat kleinere oder größere Vorteile. Ich finde Jamf Cloud ist sehr toll. Es ist absolut enterprise-fähig. Dann gibt es noch den Infrastructure Manager. Das ist ein Tool, wo ich meine Active Directory oder LDAP an die Cloud anbinden kann. Es bietet Ihnen die Möglichkeit für Single Sign-On. Sie haben die Möglichkeit Extension Attributes, eine REST API, die wirklich sehr toll ist und einfach ist. Also zum Beispiel SplashBuddy arbeitet auch mit der REST API. Und sehr viele Drittherstellerintegrationen. Über ServiceNow, Sie haben gesehen, wir haben ein bisschen über den Self-Service gesprochen. Mit ServiceNow haben Sie die Möglichkeit, dass auf der Self-Service-Now-Webseite ein Angestellter ein Produkt, das er gerne hätte, anklicken kann. Da wird im Hintergrund dann ein Validierungsprozess mit seinem Manager passieren. Wenn der das in Ordnung gibt, kommt automatisch diese Applikation bei Ihrem Mitarbeiter in den Self-Service. Conditional Access für Intunes, das war bis jetzt immer ein bisschen das Problem, dass Apple für diese Conditional Access eine Sonderlösung sein hat müssen. Man hat eine Exception gemacht. Das ist auch nicht mehr notwendig, weil im Endeffekt, was soll das Ziel sein, dass es wirklich ein gleichberechtigtes Endgerät wird in Ihrem Unternehmen. Und ich denke, das ist zu einem Großteil mit den Tools, die jetzt im Moment da sind, schon möglich. Da komme ich, glaube ich, auch schon zum Schluss. Und bedanke mich, übergebe wieder an die Tine und falls Sie Fragen haben, bin ich aber gerne Ihnen noch da, Ihnen die Fragen zu beantworten. Ich gehe noch ganz schnell eins weiter für die Quellen und Verweise. Tine? Vielen Dank, Christoph, ja auch Benjamin, vielen Dank. Fragen habe ich bisher noch keine bekommen. Wenn am Anschluss, manchmal braucht man ja mal ein paar Minuten, bis man seine Gedanken ein bisschen gesammelt hat, doch noch Fragen auftauchen sollte, lade ich Sie ein, die an germany@jamf.com zu schicken. germany@jamf.com. Wir leiten die dann gerne an den Christoph oder den Benjamin weiter. Wenn es Jamf-spezifische Fragen sind, beantworten wir die natürlich auch. Ja, und ansonsten danke ich all Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Ich bedanke den Präsentatoren für die wunderbare Vorstellung, wie so ein Mac im Firmenumfeld eingeführt werden kann. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Webinar bald wiederhören. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank.